Guten Abend, meine Damen und Herren. Ganz herzlichen Dank auch für die Einladung an den Kreisverband. Es ist meine Ehre und Freude, auch wieder eine Reihe von Abenden diese Woche wieder weiter in den hessischen Wahlkampf unterstützen zu können. Und ich denke mal, wenn am Sonntag die AfD in den letzten verbliebenen Landtag einziehen wird, mit einem deutlichen, starken Ergebnis, sicherlich weit stärker als es in Bayern vergönnt war, dann setzt das ein wunderbares Zeichen. Und ich finde es schon heute ein wunderbares Zeichen, dass wir also so großen Zuspruch hier haben, wie ich vorhin gehört habe, dass wir schon Bürger abweisen mussten, die noch zur AfD kommen. An der Wahlkabine werden sie bestimmt nicht abgewiesen. Das ist die erste Erwartung. Was erleben wir dieser Tage in Deutschland, im Deutschen Bundestag, in der deutschen Politik? Die deutsche Regierung, das merken wir seit langem, handelt nicht mehr im Interesse des deutschen Volkes, sondern im Interesse anderer Nationen. Man muss sagen, der Amtseid ist gebrochen. Der Euro. Die EU-Gesetze, die Grenzöffnung, das alles wurde uns ja einfach über den Kopf gestülpt. Wir wurden dazu nicht befragt. Auch das ja ein Anliegen der AfD, die direkte Demokratie, dass die Bürger über so etwas auch auf Bundesebene abstimmen können. All diese Maßnahmen werden von oben verordnet. Jetzt hören wir, wir müssen also das Armutsproblem Afrikas lösen. Das werden wir nicht können. Wir können nicht ganze Völkerscharen aufnehmen, die weder asylberechtigt noch integrationswillig oder erwerbsfähig sind. Was erleben wir? Eine Frau Özdemir erkennt erst gar keine eigenständige Kultur in Deutschland. Frau Merkel findet, das Volk ist jeder, der hier lebt. Sie sehen, Deutschland soll sich eigentlich auflösen. Und nur die AfD steht noch für das Recht unserer Nation auf Souveränität. Wir werden das entschlossen verteidigen, dieses Recht auf Selbstausdruck als eigenständige politische Einheit. In den letzten 17 Jahren erhielten bereits Millionen Ausländer die deutsche Staatsbürgerschaft schlicht geschenkt. Rot-Grün hatte 2000 das bewährte Abstammungsprinzip gekippt. Stattdessen Einbürgerung durch Geburt auf deutschem Boden, Anspruchseinbürgerung für Zugezogene, eine Flut von Doppelstaatlern, sodass Herr Özdemir vorlocken konnte, der deutsche Nachwuchs, der heißt jetzt Mustafa, Giovanni und Ali. Mit anderen Worten, das sind ja die Leute, mit denen Frau Merkel so gerne koalieren möchte und Herr Bouffier in Hessen es schon lange tut. Merkel schafft sich da still und heimlich ihr neues Volk, dumm aus der Wäsche, werden schauen und sollen schauen am Ende diejenigen, die schon länger hier leben. Nicht mit uns, meine Damen und Herren, Staatsbürgerschaft ist Wahlbürgerschaft. Wahlrecht für alle steht in der Verfassung zur Disposition. Wir müssen uns das bewährte Recht zurückholen. Und das wollen wir. Gefahr. Klar ist, gesetzwidrige Lehren des Islam sind nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Das zeigt auch die Lebenswirklichkeit vieler Muslime, nicht alle, aber viele. In Frankreich ist es jetzt so, dass der französische Bildungsminister sieht den wachsenden Einfluss des Islam als Ursache für viele Probleme an Schulen und hat die Lehrer aufgefordert, und jetzt hören Sie mal, das ist ganz interessant für die Diskussion, die jetzt auch in deutschen Bundesländern geführt wird, hat die Lehrer aufgefordert, religiöse Konfliktfälle doch bitte zu melden auf einer regierungsseitigen Online-Plattform. Hochinteressant, und allein im zweiten Quartal dieses Jahres hat es da schon über 1000 Streitfälle gegeben. Muslimische Schüler boykottieren den Unterricht, irgendwas im Klassenraum ist nicht halal. Der Biologieunterricht wird immer schwieriger, Sexualkunde führt natürlich zu Tumulten. Klassiker der französischen Literatur werden nicht mehr gelesen, die widersprechen islamischen Sittenvorstellungen. Das habe ich irgendwie schon immer geahnt. In Grundschulen weigern sich muslimische Jungen, ihren Tisch zu teilen mit anderen, die nicht halal essen. Ja, und sie weigern sich womöglich, Mädchen die Hand zu geben. Das sind Zustände, wie sie auch bei uns leider immer mehr entstehen. Wir brauchen aber hier keine als Kulturkampf betriebene Islamisierung, Kopftuchlehrerinnen, die grundgesetzwidrigen Befehle des Islam, Tötungsaufrufe, Frauenzüchtigung, Sie kennen das,
die wandelnden Freiluftgefängnisse auf unseren Straßen, auch Burgas genannt. Alles. Verstärkten Aufrufe, Kopftuch zu tragen, Burka zu tragen, das sind natürlich Mulzenrufe, Demonstrationen einer kulturellen Landnahme. Das ist damit gemeint und gewollt. Das ist aber alles nicht mit unseren Werten vereinbar. Das wollen wir hier nicht. Aber der zweithöchste Mann im Staate, der Präsident des Deutschen Bundestags, Herr Schäuble, meint, und jetzt hören Sie mal, ich zitiere ihn wörtlich, wir können den Gang der Geschichte nicht aufhalten. Der Islam ist Teil unseres Landes geworden. Der Rest der Bevölkerung muss akzeptieren, dass es in Deutschland ja einen wachsenden Anteil von Muslimen gibt. Mir scheint eher, Herr Schäuble muss mal langsam akzeptieren, dass die AfD Teil unseres Landes geworden ist und es eine wachsende Anzahl von AfD-Landtagsabgeordneten geben wird. Auch jetzt dank unserer hessischen AfD. Radikalisieren sich in ihrer Herkunftsidentität dann, wo sie merken, dass sie immer mehr werden. Erinnern wir uns mal, Italiener, Polen, Spanier, Südkoreaner, haben die eigentlich einen Integrationskurs gebraucht? Natürlich nicht. Die dritte Generation der hier lebenden Türken aber, die denkt nicht mehr so sehr an die Integration, die spricht lieber Türkisch, guckt türkisches Fernsehen, bejubelt einen Diktator in der Türkei. Regeln, wie sagte Frau Özcu so schön, müssen ja täglich neu ausgehandelt werden. Na danke. Es kann doch nicht sein, müssen wir als AfD da entgegenhalten, dass man mit dieser Haltung, Integration, warum denn, hier durchkommt, meine Damen und Herren. Dagegen müssen wir aufstehen. Und genau. Genau dieser Entwicklung treten dann die Deutschlandhasser an die Seite, die sich an ihren heuchlerischen Toleranzdemos berauschen, wo es ausschließlich um intolerante Hetze gegen die AfD geht, mit ihren fabulierten 100.000, die aber dabei, vermutlich als Ausdruck ihrer Toleranz, natürlich keine Deutschlandfahnen dulden wollen, die wir alle jetzt jüngst lesen durften. Franziska Drosel etwa von der SPD sagte, deutsche Nation will ich politisch eher bekämpfen. So, das ist das Geisteskind, diese Leute, das ist da unterwegs. Diese Deutschlandhasser, die ungerührt weiter gesetzwidrig ihre Propaganda in die Schulen tragen, höchste Zeit deshalb, dass die AfD die Schüler gegen diese Linksindoktrination schützen will. Diese Deutschlandhasser, die von dem Identitätsgefühl der Deutschen nichts weiter übrig lassen wollen, das sagen sie immer wieder als einen völlig entkernten Identitätsminimalismus, so nach der Art, uns vereint, dass wir uns an die Gesetze und ans Grundgesetz halten. Ja? Na toll, also nicht kriminell sein als Integrationsleistung. Das muss, darauf muss er erstmal kommen. Und wohl, ja, ist so. Dass die Mehrzahl der illegalen Migranten sowieso eher kulturell nicht so kompatibel sind und sich im Zweifel eher an die eigenen Gewohnheiten halten werden. Wie viele Muslime danach befragt, wen sie im Konfliktfall eher folgen würden, den Aufrufen ihrer Religion oder den staatlichen Gesetzen des Landes, in Umfragen auch ganz offen zugeben, jedenfalls nicht den Gesetzen des Landes. Dazu gibt es europäische Umfragen mit absolut erschreckenden Ergebnissen im Zweidrittel- bis Dreiviertelbereich. Ja, meine Damen und Herren, aber nicht mal dieses Recht und Gesetz stellen tatsächlich einen sozialen Zusammenhang her. In Sachsen etwa gibt es unter Asylbewerbern gegenwärtig 1150 Schwerkriminelle. Das ist wirklich keine Kleinigkeit und davon wurden abgeschoben in 3 Monaten gerade mal 16. Das heißt, 1000 laufen da frei rum, können die Bürger weiter tyrannisieren und auf deren Konto gingen allein in 3 Monaten mehrere Straftaten gegen das Leben, etliche Sexualdelikte und hunderte von Fällen schwerer Körperverletzungen und von Raub. Diese Kriminellen werden aber weiter mit Wohnung, Nahrung, Hartz IV, Taschengeld von unseren, das heißt ihren Steuergeldern belohnt, anstatt sie sofort abzuschieben. Da fordern wir als AfD Gesetze, die den deutschen Bürgerschutz haben, nicht Verbrecher. Es ist immer
immer alles noch unglaublicher, als man es für möglich hält. Es gibt Ideologen, die noch jedes Mordopfer auch instrumentalisieren. Denken wir an die Juso-Vorsitzende, die bei einem Marokkaner in den LKW einstieg und vergewaltigt und ermordet wurde, wo Bischof Bedford Strom beim Gedenkgottesdienst predigt, ich zitiere: "Vielleicht wären sie noch am Leben, wenn sie aus dem Misstrauen gelebt hätte, aber wäre das das bessere Leben gewesen?" Also lieber links und tot als vernünftig und am Leben. Na danke, Herr Pfarrer, es ist doch nicht zu fassen, meine Damen und Herren. Aktuell auf uns zu. Wir werden das auch in den Bundestag jetzt einbringen, in die nächste Plenardebatte in der nächsten Plenarwoche im November. Betrachten wir die ultimative Steigerung der Merkel'schen Migrationskatastrophe von 2015, den Global Compact for Migration. Was heißt global? Für Deutschland heißt das, statt staatlicher Souveränität herrscht letztlich einiger UNO-Funktionäre hier über Deutschland. Dieser Global Compact, dieser globale Pakt, wird sich entwickeln zu einem trojanischen Pferd mit Förderung massenhafter und jetzt kommt es, voraussetzungsloser Migration nach Deutschland. Der Pakt unterscheidet nämlich nicht mehr zwischen legaler und illegaler Migration. Von Asyl- oder Fluchtgründen ist nicht mehr die Rede. Ein gigantisches Umsiedlungsprogramm, Umsiedlung an sich, Migration an sich, darum geht es dort, für Wirtschaftsmigranten ist da im Gange und soll ein Menschenrecht auf Migration begründen, das über nationalem Recht stehen soll. Alle sollen gleichen Zugang zum Sozialsystem haben, wie die, die dieses System über Jahrzehnte mit ihrer Arbeit erst finanziert haben. Aber die Regierung will dieses Thema Global Compact oder gar Opposition dagegen möglichst verstecken und das hat dazu geführt, dass bereits nur die Veröffentlichung einer Petition auf der Bundestagsseite jetzt abgelehnt wurde vor wenigen Tagen, weil, zitiere wieder, sie geeignet erscheine, den interkulturellen Dialog zu belasten. Das kann natürlich niemand wollen. Meine Damen und Herren, damit ist die Meinungsdiktatur vollendet. Das können und werden wir uns nicht gefallen lassen. Verteidigungslinie, das wird Ihnen dann an den Straßenständen, wenn Sie darüber Gespräche haben werden, es gibt jetzt auch eine Bundesinitiative der Partei dazu, wird Ihnen dann entgegengehalten, ja, das sind ja nur Empfehlungen, ist ja gar nicht verbindlich. Wie läuft das aber mit internationalem Recht? Es stimmt, ein sofort völkerrechtlich verbindlicher Vertrag, und das ist eben der Punkt, müsste jetzt durch die nationalen Parlamente auch ratifiziert werden. Der Trick ist aber, Deutschland soll wehrlos gemacht werden, indem Politiker sich hinter angeblichem internationalem Recht, das sie aber selbst erst vorher ausgehandelt haben, verstecken und bereits nach wenigen Jahren, so läuft das da, wird so ein Vertrag nämlich durch allgemeine Staatenpraxis, durch den Usus, durch den Gebrauch zu bindendem Völkergewohnheitsrecht und damit auch Bestandteil des Rechts der Bundesrepublik Deutschland. Das steht im Grundgesetz, dass das dann immer davon auch Bestandteil ist. Mit anderen Worten, der Global Compact legalisiert also jegliche Art der Migration und nationale Gesetzgebung, die wir ja noch haben zum Aufenthaltsstatus, wird ausgehebelt nach dem Motto, kein Mensch ist illegal. Also ganz konkret, wenn Sie sich das durchlesen, diese Seiten, kein Einhalt für private Schlepperboote, keine Zurückweisung beim Grenzregime, keine Strafen für illegale Migranten. Das sind ja alles nur Opfer von Schleppern und Schleusern. Und Sie haben noch vor kurzem unseren Innenminister erlebt, wie er seinen Masterplan Migration vorgestellt hat. Und da stand tatsächlich drin, dass man Anreize geben wollte, Zuwanderung in unsere Sozialsysteme zu stoppen, etwa durch Umstieg verstärkt von Geldleistungen auf Sachleistungen. Nach Global Compact geht das nicht, weil Leistungen müssen unabhängig vom Aufenthaltsstatus des Migranten gewährt werden. Der Masterplan differenzierte zwischen legaler und illegaler Migration. Der Global Compact gerade nicht. Der Masterplan will Ankerzentren. Nach Global Compact werden sie verboten, denn Migranten dürfen nur den kürzestmöglichen Zeitraum festgehalten werden, nicht 6 bis 18 Monate. Mit anderen Worten, Seehofer kann seinen ganzen Masterplan im Aktenvernichter entsorgen, wenn die Regierung diesen Pakt unterzeichnet. Das kann es doch nicht sein, meine Damen und Herren.
hat gleich im Grunde genommen seine eigene für sakrosankt Erklärung mit eingebaut, denn jede Kritik an dieser Migrationspolitik ist unerwünscht. Die Presse soll auf Linie gebracht werden. Da werden wunderbare Sätze geäußert. Medienschaffende, hören Sie bitte, sollen nämlich für migrationsspezifische Terminologie sensibilisiert und geschult werden. Gefördert werden sollen ethische Standards der Berichterstattung, das heißt nur noch pro Migration. Dagegen sollen öffentliche Mittel gestrichen werden für alle Medien, die was verbreiten, na raten Sie mal, dürfte Ihnen bekannt vorkommen, Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Diskriminierung. Wie üblich wird sachliche Kritik als Hassverbrechen bestraft. Hier ist ja Deutschland, wie wir alle wissen, bereits ganz weit vorne. Und auch gegen diese Fehldeklarationen müssen wir uns jeden Tag und jedes Mal aufs Neue wehren. Und wir als AfD werden das auch tun. Keineswegs wirtschaftlich, das hat auch Professor Sinn neulich nochmal ausgeführt, die Migranten sind nämlich kein demografischer Ersatz, vielmehr kosten sie wegen ihrer geringen Qualifikation den Staat gigantische Summen, rund 50 Milliarden Euro nach verschiedenen Schätzungen etwa pro Jahr. Mal zum Vergleich, die Goldreserven der Bundesrepublik Deutschland sind knapp 120 Milliarden. Das heißt, in zwei Jahren vernichtet Merkel den Gesamtwert der Goldreserven. Das müssen Sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Und die Deutschen, viele Wähler, merken leider immer noch nicht, dass sie es sind, die dann für Frau Merkels Weltrettungspolitik werden bezahlen dürfen. Dass sie die Gratiskrankenversicherung der Migranten mit ihren eigenen Steuern und Beiträgen dann werden finanzieren müssen. Zu weitere Folgekosten durch die für diese Migrantenschwämme benötigten Lehrer und Dolmetscher, die zusätzlichen Polizisten und Richter, Erzieher und Sozialarbeiter, Wohnungen und Schulen. Da können Sie, wenn Sie eine volkswirtschaftliche Rechnung machen, lange gucken, was da alles noch hinten dran hängt an Folgekosten. Um vom weit überproportionalen Anstieg der Kriminalität erst gar nicht zu reden, denn diese bereits daheim ja entwurzelten junge Männer bringen hier ja eine Kultur mit, die bei ihnen zu Hause zu den Zuständen geführt hat, vor denen sie jetzt geflohen sind. Damit Sie mal eine Vorstellung haben, von was für Zahlen wir hier eigentlich reden, in Afrika südlich der Sahara. Und Frau Merkel hat ja schon angekündigt, irgendwie Syrien, ja, das spricht sich langsam leider rum, dass der Krieg da wohl aus ist. Natürlich lassen wir die Leute immer noch hierher nachziehen, aber ihr neues Betätigungsfeld wird dann Afrika sein. In Afrika südlich der Sahara wächst gegenwärtig die Bevölkerung bei Geburtenraten von bis zu 7 Kindern rasend schnell. Die Bevölkerung Afrikas wird sich bis 2050 in einer Generation auf 2.500 Millionen verdoppeln. Zwei Drittel der Leute in Ghana und Nigeria wollen auswandern, noch die Hälfte in Kenia, Tansania, Senegal, Südafrika, alle nach USA oder Europa, und können ja mal raten, wo man in Europa hin will, viele in den nächsten 5 Jahren. Meine Damen und Herren, in den Subsahara-Ländern alleine leben jetzt 1,1 Milliarden Menschen. Entschließen sich nur 10% zur Migration, wären das immer noch 110 Millionen Menschen. Wie sagte Peter Scholl-Latour, zieht euch warm an, sie kommen alle. Und gerade erleben wir jetzt in Melilla wieder den gewalttätigen Ansturm aus Marokko. Wo gibt es noch Warner, meine Damen und Herren? Nur wir tun es, nur die Alternative für Deutschland. Konkret aussieht, sollte man die Bilder von 2015 inzwischen vergessen haben oder sollten sie verblasst sein, gerade mal wieder eindrucksvollen Augenschein nehmen bei den lateinamerikanischen Invasorentrecks, die ganz offen Grenzverletzung samt Einwanderung in die Sozialsysteme betreiben wollen. Wer es in Deutschland also vergessen haben sollte, mag sich hier an diese brutale Kriminalität auf offener Bühne einmal erinnern. Was ist aber, und das ist auch wichtig zu verstehen, was ist der eigentliche, letzte, verschwiegene Grund des Paktes? Nun, das sind die milliardenschweren Rücküberweisungen, die sogenannten Remittances der Migranten in ihre Heimatländer. Darum sind die Länder in der UNO davon so begeistert. 2016 waren das über 20 Milliarden Dollar.
das stellt dort ein Drittel des Bruttoinlandproduktes dar. Die Rücküberweisungen, stellt sich mal vor, von Afrikanern, übertrafen schon die staatlichen Entwicklungshilfen. Für Deutschland aber heißt es, für den hiesigen Ort, dass alles hier erworbene Vermögen der Migranten, oder sagen wir besser erhaltene Vermögen, ob sie es erworben haben, kann man sich drüber streiten, das wird nicht hier ausgegeben, sondern dem deutschen Wirtschaftskreislauf ja entzogen. Und wenn Sie jetzt bei wachsendem Anteil der Zuwanderer das noch hinzurechnen, ist das ein Todesurteil für Wirtschaft und Wohlstand in Deutschland. Wir müssen und wir werden das verhindern, meine Damen und Herren. Uns werden natürlich aber auch Lösungen angeboten. Und wir bekommen dann immer gesagt, die Lösung sei mehr Europa. Mehr Europa, das heißt noch mehr Entrechtung Deutschlands in die EU, um das erstmal zu übersetzen. Die EU ist nicht Europa. Europa ist ein Kontinent von differenzierten, gewachsenen Kulturnationen. Natürlich keine politische Einheit, nie gewesen. Man findet sich fallweise zusammen im jeweiligen Interesse. Es ist Unsinn, wie immer behauptet wird, Frieden in Europa hätte man irgendwelchen EU-Verträgen aus den letzten 20 Jahren zu verdanken. Das ist eine reine Propagandalüge. Frieden gab es in den Jahrzehnten vorher auch. Auch diesen stets gern beweihräucherten europäischen Geist gibt es so in Wahrheit nicht. Was es gibt, ist eine verordnete Gemeinschaftswährung und bodenlose Finanztransfers. Aber nur der Nettozahler Deutschland, kann ich Ihnen versichern, machen diesen ganzen Brüsseler Moloch für die anderen interessant. Deshalb müssen wir auch immer wieder sagen, Schluss jetzt mit dem geplanten Aufbau einer europäischen Arbeitslosenversicherung. So ein Lieblingsprojekt von Gabriel und Macron, als sie noch beide noch Wirtschaftsminister in ihren Ländern waren. Das heißt nämlich de facto Deutsche arbeiten und Franzosen finanzieren damit ihre eigentlich gar nicht wettbewerbsfähigen Sozialstandards. Wir als AfD stehen für die Interessen der deutschen Arbeitnehmer und nur die AfD steht noch für den deutschen Sparer ein. Und das müssen wir den Wählern nicht mehr sagen. In diesem Zusammenhang ein Wort zum Einwanderungsgesetz. Zuwanderer werden da als, wie heißt das so schön, Gewinn für den Arbeitsmarkt fehldeklariert. Die Flutung mit Geringqualifizierten stabilisiert nämlich nicht den Arbeitsmarkt und das Rentensystem, sondern vermehrt Arbeitslosigkeit und Sozialleistungsempfang. Aber klar, da wird uns dann erzählt, das Prekariat der Welt, der dritten Welt, sichert ja wohl unser Sozialsystem, statt es zu belasten. Soll das einen Preis bekommen für fantastische Literatur? Meine Damen und Herren, das deutsche Volk wird durch Masseneinbürgerung von nicht qualifizierten Fremdstaatlern per Wahlrecht entmündigt. Wir sollen Leuten, die uns hier bald den Staat und unsere Grundwerte womöglich unter den Füßen wegziehen können, erst die Tür aufmachen, sie dann aufpäppeln und ihnen dann per wachsendem Bevölkerungsanteil die Macht übergeben. Die Wahlkabine also künftig nicht mehr Hort unserer Demokratie, sondern Geburtsstätte kultureller Fremdherrschaft. Wir als AfD müssen hier entschlossen parlamentarischen Widerstand leisten. Die schwindende Selbstbestimmung unseres Landes, und es ist 12:15, zeigt, wir brauchen eine AfD-Regierungspolitik und zwar bald, sehr bald. Einer der Kronzeugen des Systems, nochmal Wolfgang Schäuble, der will nämlich offene Grenzen und mahnt uns, Grenzkontrollen führten zu neuen Konflikten. Ich darf ihn wieder wörtlich zitieren. Wenn wir Grenzen wieder kontrollieren würden, wären wir bald auch wieder bei einem Zustand, in dem über Grenzen an sich gestritten wird. In diesem Fall drohe ein Rückfall in die Zeiten vor 1945. Das ist, meine Damen und Herren, übelste Geschichtsverdrehung und rechtswidrig. Die Bürger haben ein Recht auf Grenzen, sie schützen und sichern den Frieden, verschäumen nur den Krieg. Meine Güte, wo lebt denn dieser Mann? Das ist doch nicht zu fassen. Hat nämlich im Bundestag den Antrag der AfD auf Grenzüberwachung abgelehnt. Wir brauchen aber doch nicht zentrale Aufnahmestellen oder so etwas, sondern vor allem die Feststellung, dass niemand berechtigt ist, unter Berufung auf Schutzgründe
den Übertritt zu beanspruchen, etwa von Österreich nach Deutschland oder von Libyen nach Europa. Die Leute sind schon in Sicherheit. Das ist die geltende, völlig ignorierte gesetzliche Lage, die man jeden Tag 10-mal in Erinnerung rufen muss, angesichts der Zustände, die in diesem Land herrschen. Aber die Ströme der Migranten reißen nicht ab. Wir haben trotzdem 15.000 pro Monat, 500 pro Tag, es wurde schon gesagt, kaum Abschiebungen, ewige Widerspruchsverfahren, inzwischen sich stapeln zu Hunderttausenden und unser Rechtssystem lahmlegend. Dann heißt es immer, ja, wir brauchen eine europäische Lösung. Meine Damen und Herren, die gibt es längst. Sie heißt Dublin III und besagt, zuständig ist der Erstzutrittsstaat. Und schauen Sie mal auf die Landkarte, das ist bei Zutritt zu Landen jedenfalls nicht Deutschland. Das Ausmaß der illegalen Migration nach Deutschland wird allerdings bewusst kleingelegt. Laut einem aktuellen Bericht, der vor wenigen Tagen herumging, der EU-Kommission, nimmt man an, dass die tatsächlichen Zahlen zur illegalen Migration in Wirklichkeit weit höher sind. Aufgrund des sogenannten Dunkelfelds seien Angaben zur Größenordnung nicht seriös möglich. Und das, laut Innenministerium heißt es, es spiele das Fälschen von Dokumenten weiterhin wirklich eine beträchtliche Rolle. Nein, wer hätte das gedacht? Mein Gott, in was für einem Land leben wir denn hier überhaupt? In Posemuckel, Transsilvanien, Banano oder jedenfalls in Schilder. Meine Damen und Herren, wir als AfD müssen da immer wieder darauf hinweisen, alle diese Zustände sind nicht haltbar. Genauso, wenn wir hören, dass jeder dritte Asylsuchende per Flugzeug einreist. Was bringt es denn dann, Balkanrouten zu schließen, wenn stattdessen alle bequem einfliegen? Mit Air Asyl wahrscheinlich. Ja? Schutz und darum soll es sich ja handeln. Integration und Familiennachzug absolut unnötig. Aufwendungen hierfür verbieten sich. Es ist nämlich nicht glaubhaft, dass man seine Familie in einem angeblich landesweiten Kriegsgebiet zurücklässt. Die Sicherheit der Angehörigen dort ist schon in den nicht umkämpften oder inzwischen befriedeten Zonen, etwa in Syrien, dort gegeben, eine Weiterreise nach Deutschland durch nichts begründbar. Familienzusammenführung sollte also vor Ort erfolgen. Die gebotene Rückführung, ja. Warum wird das trotzdem so gepusht? Ganz einfach, die gebotene Rückführung der Hiesigen wird durch Familiennachzug allerdings eben nur erschwert. Aufgabe der Existenz am Heimatort und sinnlose Integration in Deutschland legen der Rückführung nur Hindernisse in den Weg, aber das ist ja auch ihr rot-grüner Zweck, wie wir alle wissen. Wir sagen, der Nachzug sollte nicht nur begrenzt werden, sondern abgeschafft. Der Status subsidiärer Schutz darf nicht zum Schlupfloch einer unkontrollierten Invasion werden, die sich durch Nachzügler, der Nachzügler zum Dauerzustand, zum Dammbruch entwickelt. Denn wer verlässt schon freiwillig wieder das Schlaraffenland, meine Damen und Herren? So kann es nicht sein. Dazu sehen wir immer wieder Berichte, sogar in den Top-Nachrichtensendungen, da sind dann Leute, die in der Türkei etwa leben, arbeiten haben, in Sicherheit sind, aber uns vorweinen, dass nur in Deutschland sie ihre Lieben wieder in die Arme schließen könnten und dergleichen Schwanzes. Als ob die hier illegal eingedrungenen Quartiermacher nicht täglich zu ihren Angehörigen in ihre nicht umkämpften Länder reisen könnten, was sie als Urlaub sowieso daran tun. Spätestens jetzt ist die Rückkehr in das weithin befriedete Syrien geboten. Was aber nicht sein kann und nicht sein sollte, ist, dass Großfamilien Geld organisieren, einen als Quartiermacher vorschicken, um dann selbst en masse nachgeholt zu werden. Die Attraktivität Deutschlands als Traumziel für Wohlstandswanderer muss abgeschafft, der Magnet, der die Leute ansaugt, endlich abgestellt werden. Merkel ist ja sozialisiert in der DDR-Diktatur, regiert wird mit alternativlosen Vorgaben. Alternativlos, das hat ja auch bei der Gründung unserer Partei eine Rolle gespielt, dieser Ausdruck. Damit hat sie erst das Land gespalten, dann den Kontinent, wir haben es heute schon gehört, dann die Union. Alles Folge letztlich ihrer Politik der forcierten Euro-Rettung, der Politik der offenen Grenzen und des Multikulturalismus, des Islam-Appeasements und der Integrationslüge.
Wir erleben immer wieder, für wen diese Frau Partei ergreift. Denken Sie an Ihre Beurteilung von Chemnitz. Denken Sie an Ihr Statement bei den Vorgängen seinerzeit bei der Tafel in Essen. Ihr Statement zu Chemnitz war doch die typische reflexhafte Parteinahme gegen die eigene Bevölkerung. Selbst wo sie keinen Nachweis hat, behauptet diese Frau, von Deutschen verfolgte Ausländer zu sehen in Hetzjagden und kritisiert damit lieber berechtigten Bürgerprotest als den leider migrantentypischen Messermord, der die Bürger empörte. Und erinnern wir uns, die Tafel in Essen, ein Konflikt, der längst vielerorts unter der Decke schwelte und als er sich einmal zu artikulieren wagte, sofort ideologisch niedergeknüppelt wurde, weil da linksgrüne Ideologie einmal mit der Realität kollidierte. Was geschah da? Erinnern wir uns, ohnehin gut versorgte Migranten bedrängen mit Körpereinsatz bedürftige ältere Bürger und Mütter mit Kindern. Reflexartig mischt Merkel sich höchst selbst ein und ergreift, wie nicht anders denkbar, sofort Partei für die Übeltäter. Als Schutzherrin aller migrierenden Nichtdeutschen, Schirmherrin aller Illegalen meldet sie sich tadelnd zu Wort, unbeeindruckt von der Einschüchterung deutscher Bedürftiger durch eine Phalanx fremder junger Männer mit kräftigen Ellenbogen. Das ist ein beispielhafter Vorgang gewesen für das Unrechtsregime dieser Kanzlerin. Ganz prinzipiell sehen, schon die Gleichbehandlung von Ungleichen ist Unrecht. Denn deutsche Rentner und Hartz-IV-Mütter stehen nicht auf einer Anrechtsstufe mit den Asylbehörden. Das wollen wir nicht vergessen, die ja zunächst mal nur in Vorleistung vom deutschen Bürger alimentiert werden und bei ihrer vorhersehbaren Ablehnung eigentlich Schulden an Deutschland zurückzahlen müssten. Wie wäre das denn? Was wir da sehen, was Millionen Deutsche noch nicht mal erhoffen können, bekommen illegale Migranten ab Stunde Null das bedingungslose Grundeinkommen. Wir sagen, Schluss damit, dass deutsche Arbeitnehmer illegale Eindringlinge finanzieren. Und das geht nur mit der AfD. Ist, das zeigte sich jüngst wieder sehr schön bei ihren diktatorischen Allmachtsfantasien, die sie im Deutschen Bundestag vor uns geäußert hat, bei ihrer letzten Regierungserklärung. Dort schwärmte sie davon, Leitlinien entwickeln zu wollen, am besten verschanzt hinter europäischen Verordnungen, um wieder so ein bisschen zu täuschen. Leitlinien, also um den demokratischen Wettbewerb der Parteien zu unterbinden und worüber? Mittels finanzieller Sanktionen für alle, die nach ihrer Meinung Desinformationen verbreiten. Nun, meine Damen und Herren, wenn ich da so an Sachen denke, so Informationen wie Fachkräfte, die unsere Renten sichern, letztes Griechenland-Rettungspaket, da frage ich mich, will diese Dame per Mittelentzug für Desinformation dann jetzt eigentlich die Union zerstören oder gleich ARD und ZDF? Welche Idee ist das überhaupt für die Großmeisterin der Desinformation zu Chemnitzer Hetzjagden? Sollte sie übrigens damit auf EU-Ebene scheitern, ließ sie uns auch gleich sicherheitshalber wissen, dass sie operative Eingriffe immer noch für eine nationale Aufgabe halte. Also falls die anderen nicht mitmachen, wird sie das Ding wieder alleine durchziehen, wie bei Heiko Maas' Zensurgesetz. Und in der Tat sind das vor allem Merkels eigene Wünsche im Abschlussdokument des Brüsseler Treffens, zu dem diese Regierungserklärung war, was dann am nächsten Tag stattfand, steht nämlich davon, was sie da ankündigte, gar nichts. Das heißt aber, eigentlich ist es nur umso schlimmer. Das Ganze ist offenbar ihr persönlicher Wachtraum gewesen von der Vernichtung politischer Gegner. Genau wie beim Global Compact zeigt sich wieder mal, dass Merkel und die Linksgrünen ihr Traum von einer grenzenlosen Welt vor allem mit einer grenzenlosen Verantwortungslosigkeit durchsetzen wollen. Und demnächst jährt sich wieder der 9. November. Und wir sollten nicht vergessen, was sie am 9. November 2010 bereits sagte und ankündigte. Ich darf das wörtlich zitieren.
eine der spannendsten Fragen, Mauern zu überwinden wird sein, sind Nationalstaaten bereit, Kompetenzen an multilaterale Organisationen abzugeben, koste es, was es wolle. Auweia, mir scheint, wir brauchen jetzt beim Verfassungsschutz neben den Kategorien Rechts- und Linksextremismus vor allem auch Globalextremismus, Globalisierungsextremismus. Denn das wäre ein Fall dafür. Was diese Dame noch Kanzlerin von sich gibt, sind inzwischen die Reden einer Ertrinkenden oder einer Größenbetrunkenen, wie man sie sieht. In Thüringen forderte sie kürzlich, keine Zeit zu verplempern mit der politischen Aufarbeitung der letzten Jahre, sprich ihrer eigenen Migrationskatastrophe. Es soll also über die tatsächlich nach dem Wirtschaftsökonomen Affelhüschen verplemperten 900 Milliarden sinnloser Migrationskosten möglichst nicht mehr geredet werden. Wahrscheinlich wäre das auch Hetze, nicht wahr? Die AfD kriegt einen Maulkorb und dann einfach weitermachen. Oder sie meinte, attraktiv seien für den Wähler nur Parteien, die optimistisch in die Zukunft blicken. Was für ein Unsinn. Attraktiv sind Parteien, die Grund geben, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Wenn nach 13 Jahren Verkehr gezogen werden müssten, am besten die Hamasen. Was für ein schamloser Missbrauch des Weltkriegsgeschehens zum Zwecke der Verleumdung. So eine Person wäre ein angemessener Beobachtungsfall. Frau macht völlig ungerührt weiter. Familiennachzug, Einwanderungsgesetz, Dublin 4, Global Compact for Migration, alles mit dem erklärten Ziel, immer weitere Migranten nach Deutschland zu lenken. Sind die Bürger darüber informiert? Natürlich nicht. Das würde Merkel und ihre Entourage auch nicht überleben. Eine Kraft, das kann ich Ihnen versprechen, aber wird die Bürger darüber informieren? Eine Kraft wird einen Pakt bekämpfen, der unser Land bekämpft, die Alternative für Deutschland. Die GroKo wirft inzwischen jeden Tag aufs Neue die Frage auf, nein, nicht wie sie am besten gegen Deutschland regiert, sondern wie lange sie selbst wohl noch überlebt. Indessen ist die AfD allerdings immer heftigeren verbalen Attacken ausgesetzt. Schäubles Entgleisung etwa, der das demokratisch legitimierte Anliegen der AfD eine Schande nannte und jetzt als Bundestagspräsident jede Beschimpfung der AfD durch die Altparteien ungerügt lässt. Die Altparteien, die unsere Initiativen selbst dann noch ablehnen, wenn wir Anträge stellen, die von denen selbst mal befürwortet waren. Sei es beim Doppelpass, da hatte sich ein CDU-Parteitag dafür ausgesprochen, wieder die Optionspflicht einzuführen. Sei es bei unserer Forderung, deutsche Sprache ins Grundgesetz, sei es bei der Forderung des eigentlich Selbstverständlichsten, des Schutzes unserer Grenzen. Oder wenn alle Altparteien die Burka eigentlich verurteilen, aber niemand sie mit uns gemeinsam verbieten will, wie es in europäischen Nachbarstaaten längst der Fall ist. Nichts, meine Damen und Herren, zeigt doch deutlicher, wie sehr die Altparteien sich auf eine komplett sachferne Ausgrenzungs- und Diffamierungsstrategie gegenüber der AfD versteift haben und dies anscheinend umso mehr, je höher unsere Prozente steigen. Wenn aber deshalb nun, weil unsere Prozente steigen, Diffamierung und Ausgrenzung zunimmt, wohl an denn, mehr davon, bitte. Altparteienpolitiker, statt den Diesel zu verschrotten, lieber eine Prämie für einzutauschende Altpolitiker, meine Damen und Herren. Merkel, die aus Illegalität Legalität machen will, hat längst jeden Maßstab von Recht und Gesetz verloren. Aber jetzt endlich ist diese Frau gezwungen, denen, die die Wahrheit sagen, im Bundestag Auge in Auge uns, der AfD, gegenüber zu sitzen. Ein für ganz Deutschland sichtbares Zeichen ihrer verfehlten Politik, dass die Empörung der Bürger eine Stimme bekommt und im Namen der Bürger eine neue, eine andere Politik eingefordert wird. Deshalb machen wir es der Regierung schwer im Bundestag und jetzt auch im Hessischen Landtag, schwer durch harte Oppositionsarbeit, klären wir die Bevölkerung auf über die wirklichen Zustände im Lande,
arbeiten wir jeden Tag darauf hin, dass die AfD das Ruder übernimmt. Die Ergebnisse der Hessen-CDU, einst konservativ, von Bouffier entkernt und mit grünen Inhalten neu aufgefüllt, werden mit den CSU-Werten verglichen werden und werden so zur vernichtenden Abstimmung über den Merkel-Kurs. Nur eine starke AfD, deshalb, meine Damen und Herren, wird Merkel unter Druck setzen und nur eine starke AfD kann in Deutschland etwas zum Besseren bewegen. Das ist der Sinn unserer Arbeit, liebe Freunde, im Bundestag, wie hier bei Ihnen jetzt im Hessischen Landtag. Das ist das Ziel unserer Arbeit, das wird der Lohn unserer Arbeit sein, ein schwer beschädigtes Land, unser Vaterland, unsere Heimat zu heilen. Dafür wollen wir alle gemeinsam arbeiten, dafür werbe ich um Ihre Stimme, dafür werbe ich dafür, dass Sie um die Stimme Ihrer Freunde und Bekannten bitten. Und wir sehen uns am Sonntag in der Wahlkabine und dann feiern wir.